Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen zurück in Transport Fever 2 auf der Chiemsee-Karte. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier ein wunderbarer Blick auf, ja, die Metropolregion, kann man fast sagen. Rosenheim, mir fällt mal auf, wir könnten hier auch noch ein paar Straßen anlegen, ne? Dass sich die Stadt hier auch noch entwickelt. Hier haben wir das Feld, dass wir hier vielleicht auch noch mal ja, ein bisschen für Straßen sorgen. Vielleicht hier so eine Verbindung rüber machen nach hier. Hier einen kleinen Bahnübergang oder eine Brücke rüber. Oder vielleicht sogar hier eine Rampe, dass hier eine Brücke mit dran geht. Das könnten wir mal machen. Ja, ich habe mich dazu entschieden. Ich hatte ja eine Umfrage gestartet. Wer das nicht mitbekommen hat, vor 2 Wochen, glaube ich, die Chiemsee-Karte weitermachen oder die Rhonetal-Karte als neue Staffel. Wir machen einfach beides, ne? Die Chiemsee-Karte, jetzt, wo wir das Verkehrschaos so einigermaßen in den Griff bekommen haben, macht auf jeden Fall wieder mehr Spaß. Also sie hat nie nicht Spaß gemacht, aber sie macht jetzt auf jeden Fall, ich habe wieder richtig Lust. Und ja, wir machen das einfach beides. So, ja, dazu habe ich mich jetzt entschieden. Beide Karten haben was, sind auch relativ unterschiedlich. Und ja, könnt ihr euch darauf freuen auf noch mehr Content. Was habe ich heute vor, neben dieser Verbindung hier? Ich möchte eine Überlandtram machen, nämlich von Bad Feilenbach. Hatten auch schon einige gefragt, wann wird es wieder eine Überlandtram geben. Das machen wir heute. Einmal hier von Bad Feilenbach runter und dann können wir ja hier ins Straßenbahnnetz von Rosenheim mit rein und fahren dann hier quasi einmal mit auf den Gleisen und fahren dann bis zum Hauptbahnhof. Hier, wo war's? Na, wo ist denn jetzt der Hauptbahnhof hin? Da hinten fahren wir dann. Nee, wartet mal. Ach, das, ja, das ist Kolbermoor. Das ist ja gar nicht. Jetzt habe ich mich verdödelt. Ja, das ist Kolbermoor. Genau. Ich verliere komplett den Überblick. Genau, wir fahren hier mit runter. Und fahren dann quasi. Das könnten wir eigentlich nutzen, ne? Dass wir hier oben mit rankommen. Genau. Das ist doch ganz praktisch. Wir fahren hier runter Feilenbach. Machen dann hier Gleise rein. Gehen dann hier wieder mit rein. Und fahren dann hier runter und hier fahren wir dann geradeaus und fahren hier oben mit dran, dass dann unsere Tram quasi hier hinten, wo ist denn hier die, genau, und hier hat die Tram dann Endstation und dreht wieder und fährt wieder zurück. Das ist doch vielleicht gar nicht so verkehrt. Klar haben wir dann eine Doppelbelegung teilweise, was die Haltestellen hier in Kolbermoor und in Rosenheim angeht. Aber wir haben eine schöne lange Tramlinie, die von Bad Feilenbach über Kolbermoor bis hier hinten nach, ja, Heiligblut heißt es ja. Ich nenne es aber Rosenheim, ist halt der Großraum Rosenheim hier, bis hier runterfährt. Finde ich eigentlich ganz, ganz okay. Aber bevor wir das machen, wollte ich mal gucken, ob unsere TEE-Linie, ja, sie macht Plus. Das lohnt sich auf jeden Fall. Wurde auch gesagt, ja, eine TEE-Linie mit vielen Haltestellen, ja, ist ein Spiel. So genau nehmen wir es dann doch nicht. Ja, fangen wir mal an, uns die Linie einzurichten. Aber als erstes möchte ich hier natürlich, ja, die müssen hier weg. Eine Kuhweide mitten in der Stadt hat jetzt nicht so sehr ihre Daseinsberechtigung. Busspur, Elektro, aufwerten. Das machen wir hier gleich mal. Zack, zack, zack. Genau, und dann. Jetzt muss ich noch mal gucken, wir kommen ja von hier oben. Dann fahren wir hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Und fahren dann hier einmal runter. Genau. Und hier rüber. So. Und dann einmal hier entlang. Und dann machen wir hier eine Rampe hoch. Ich hoffe, das funktioniert. Das funktioniert leider nicht. Steigung zu groß. Bau nicht möglich. Mal gerade. Einmal hier gerade raus. Steigung will ich ja auch gar nicht. So. Und dann hier einmal. Oh, das geht. Jeppa, das funktioniert. Das ist ja absolut super. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier vielleicht. So. Zack. Perfekt. Einmal zack. Und dann hier unten ran. Ne, keine Gleise, sondern Straße. Ja, das ist doch okay. Vollkommen okay, wie ich finde. Jetzt haben wir hier nur so eine kleine. Ja,
aber das ist immer noch okay. Dieser kleine Schwung, der hier in der Brücke sitzt. Ja, hier unten, ja. Gefällt mir nicht so hundertprozentig. Nehmen wir noch mal raus. Ein bisschen sollte es denn ja schon auch gut aussehen. So, und dann nehmen wir vielleicht eine andere Brücke. Die hier vielleicht. Ne? So eine modernere Brücke. Das passt auch noch mit der Oberleitung gerade so. Ja, wie gesagt, Problem ist dieser Schwung, der da drin ist. Das passt mir jetzt nicht so richtig. Vielleicht noch mal so. Zack. Dass wir diesen Schwung hier nicht drin haben. Genau, jetzt ist es gerade. So. Und dass es auch gerade bleibt. Genau. Jetzt hat die Stadt sich hier wieder dran gebastelt. Das soll uns aber nicht stören. Und dann hier runter. So. Genau. Ach, das ist doch cool. Und jetzt gibt es quasi auch eine Verbindung von Kolbermoor einmal hier rüber. Das ist doch schön. Cool. Jetzt müssen wir nur noch mal gucken. Wir fahren hier runter, dann fahren wir hier lang. Hier rum. Das ist auch so ein bisschen so ein Geschlängel hier, ne? Das mal raus. So, schon besser. Was ist jetzt los hier? Kein Weg elektrisch. Ja, super. Habe ich es mir selbst verbaut. So, fahrt mal bitte wieder dahin, wo ihr hin sollt. So. Nein, nein. Und dann können wir das auch wieder. Na, jetzt wirkt das so ein bisschen flüssiger. Schön. So, dann machen wir ein paar mehr Haltestellen hier hin. Wir müssten jetzt quasi, wenn wir hier runterfahren, machen wir hier noch welche hin für die Linie. Und den Rest können wir ja quasi mitbenutzen. Außer die hier. Da würde ich dann hier welche reinmachen. Und der Rest wird hier mitbenutzt. Von daher alles. Okay, ne? Auch eine Verbindung hier zum Bahnhof. Das ist eh immer super. Einmal hier durch. Das ist auch immer geil, dass die sich da im Kreisel ansiedeln, die Städte. Ja, wird auch genutzt hier von den Autos. Von daher immer wieder cool. Schön. So, neue Linie. Nee, noch nicht. Noch nicht. Eine Sache haben wir noch vergessen, nämlich hier müssen wir das Ganze auch noch. Das ist quasi auch nur eine halbe Überlandtram, weil wir fahren ja die meiste Zeit durch Städtle. Straßenbahn, so wie ich das gerade gesehen habe. Fahren wir hier, hier, hier. Und dann machen wir hier hinten. Machen wir die Endstation rein. So. Nehmen wir wieder unsere Lieblingsschlaufe. Tram. Und in der Mitte machen wir mal ein Teich. Warum nicht? Haltestellenschild machen wir auch rein. Und dann fahren wir hier. Aber wenn dann gerade. Nein, der macht dann eine Ampel, ne? Machen wir dann so. Dass wir hier noch eine Straße ran machen. So. Zack. Perfekto. Ne, schön mit dem Teich hier in der Mitte. Gefällt mir. Und jetzt legen wir uns die Linie an.
Bin ich gerade verwirrt. Natürlich brauchen wir hier auch noch Haltestellen. Einmal hier. Und einmal hier. Sollte dann ja, den Großteil abgedeckt haben. Und da der hier nicht reinfährt, machen wir hier einfach auch nochmal Haltestellen hin. So. Jetzt aber. Fahren hier los, fahren hier lang. Und dann müssen wir mal schauen. Genau hier hin. Und dann fahren wir aber hier lang. Wartet mal. So ist das, glaube ich, besser, ne? Zur 5. Dann fahren wir hier hin. Hier hin. Hier hin. Fahren nach hier unten. Und dann folgen wir einfach hier der pinken Linie. Und das Ganze wieder retour. 13, 12, 11. Die 10, die 9, die 8, die 7 und so weiter und so fort. Sollte dann auch unsere längste Tramlinie sein, die wir bisher haben, ne? 3, 2, 1. Sehr cool. Also das ist wirklich wow. Ein bisschen Zickzack, aber ja, hier in Kassel fährt auch nicht jede Straßenbahnlinie immer nur geradeaus. Das gefällt mir doch sehr, sehr gut. Schön, 28 Haltestellen, also quasi 28 Mal halten wir an. Das rentiert sich hoffentlich. Und das Ganze nennen wir dann. Nein, die Haltestelle möchte ich nicht umbenennen, sondern die Linie. Überland Tram Bad Feilenbach. Rosenheim. Cool. Und dann können wir eigentlich schon. Haben wir hier irgendwo ein Depot? Da, ne? Ne, da bauen wir ein neues hier oben. Was hätten wir denn Schönes? Wir haben natürlich hier die Mirage. Dann haben wir die hier aus Graz. Die sind auch schön. Ja, die kamen eben, ne? Genau, die kamen eben. Haben aber nur eine Kapazität von 15. Nur die hier doppelt. Hätten 22 mit Beiwagen. Ja, diese dreifach. Ja, so schön sie sind, aber so richtig gefallen tun sie mir nicht. Dann haben wir hier wieder die Altbautriebwagen. Nehmen wir mal die hier aus Graz mit Beiwagen 400B. Ersten gucken wir uns wie immer an. Schön. Gefällt, gefällt. Kopieren den einmal. Schicken den gleich in die andere Richtung. Wenn ich mich da reinsetze. Okay, das ist nur die normale Kamera. Machen wir dann auch eine Mitfahrt, oder? Sollten wir machen, ne? Ist nämlich hier Bad Feilenbach auch ans Netz angeschlossen. Können wir auch mal den nehmen, den 125B. Und von den Wiener Lokalbahnen gibt es hier auch noch irgendwas. Mirage. Mirage hat 27, ne? Ja, 15 ist schon echt wenig. Ich glaube, die Mirage ist ja aus dem Grundspiel. Schön sind die.
Sieht schon schön aus. Naja, bleiben wir bei den Grazern hier. 400 B. Und hier warten auch schon die ersten. Ach, so muss das. So muss das. Den drehen wir gleich nochmal. Und da könnten wir, pass auf, wir bauen hier unten jetzt auch gleich eins hin. Und dann schicken wir hier unten ein paar los. Dann haben wir das wirklich gut verteilt. Machen wir hier mal provisorisch eins hin. Einmal Überlandtram. Einmal Überlandtram. So, und die in die andere Richtung. Hello? Genau. Ja, dann fahren hier ein paar los, da oben fahren ein paar los. Und alles verteilt sich so einigermaßen. Ach, die fahren langsamer als die anderen, oder? Ne, die fahren alle 55. Drehen. Genau. Das nehmen wir dann gleich mal wieder raus. Und dann schicken wir hier oben wieder welche los. Ist natürlich immer so ein bisschen, ja, Sisyphusarbeit. Viele sagen immer, schick einfach 10 Stück auf einmal los. Die verteilen sich von selbst. Ja, ich bin da nicht der Fan von. Ich habe das immer gerne selbst so manuell. Oh, hier warten nicht zum, oh, 7. Wie viel hat er dabei? Er hat schon 15 dabei. Ich denke, dass sich das wirklich rentiert. Unsere Überlandtram am Bodensee, die war ja auch sehr rentabel. Das hatte sich echt gelohnt damals. So, den halten wir noch mal kurz an, damit ein gewisser Abstand entsteht. Ja, schon voll. Ist schon eine hier auf dem Weg? Nee. Da, ne? Die erste ist bereits hier unten. Eins wollte ich euch noch zeigen. Der gute Wächter im All, der ist immer sehr aufmerksam, aber er hat absolut recht. Schaut mal, was ich hier gemacht habe. Ich baue hier eine Brücke. Na? Und anstatt die hier rüber zu bauen, und hier einfach eine Abzweigung nach unten, baue ich die Brücke nur über eine Strecke und mache hier einen Bahnübergang. Sinnfreier geht es quasi gar nicht. Das war einfach nur sinnfrei. 28. Oh, mittlerweile machen die gar keinen Plus mehr. Aber das ist ja immer, ne, so, wie die Fahrzeuge ankommen. Ja. Lasse ich jetzt so, aber war natürlich die grandioseste Idee, die ich hatte bisher. Ja. Manchmal weiß ich selber nicht, was in meinem Kopf vorgeht. So. Der ist wieder auf dem Rückweg. Der ist da. Oh, MAN-Bus. Ah, das Hovercraft-Boot. Das ist auch schön. Die Baureihe 103. Die Baureihe 103. Ich glaube, als nächstes müssen wir dann mal. Ja, eine Express, eine Schnellfahrstrecke bauen. Oh, die Linz Gelenkwagen. Oh, die können wir dann mal gerne. Oh, schön. Die können wir natürlich jetzt mal gerne hier losschicken. Wiener Lokalbahn, Wiener Lokalbahn. Neue Wagen. Das sind aber nur neue Farben. Oh, das sind aber viele neue. Das sind die mit den Popfarben, genau. Dann würde ich doch tatsächlich hier gerne das mal ersetzen, denn wir haben hier die Gelenkwagen. Die sind richtig toll.
Die sind wirklich richtig toll. Dann nehmen wir mal die beiden mit Getränke-Vollreklame. Die beiden. Glücksspiel-Vollreklame. Die beiden mit Ferngasreklame. Und die beiden. Was haben wir noch? Einfach hier ESG. Nein. Ferngas war das. Genau. Und die hier unten machen wir dann. Okay, das sind sogar 10 Achser. Nehmen wir auch nochmal Ferngas. Na, die sind wirklich richtig, richtig schön. Die hatte ich ja, glaube ich, auch vorgestellt in der Mod-Vorstellung. Wirklich schöne Trams. Die gefallen mir richtig gut. Schicken wir noch eine los. Noch eine kleine feine. Und dann denke ich, ist es erstmal okay für diese Linie. Cool. Hier haben wir die Überland-Tram. Und dann bin ich gespannt, wie das Ganze anläuft. Oh, die nutzen das aber wirklich sehr hier. Das ist natürlich jetzt aber alles andere als gut, weil sie oben keine schlechten Kreisel reinbauen, ne? Aber hier ist eine Ampel. Das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache, dass hier oben eine Ampel ist. Hier ist eine Ampel, hier ist eine Ampel. Ah, diese ganzen Ampeln immer. Nervig. Hier entsteht auch überall Ampeln. So. Okay, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge ersetzen wir die anderen Trams auch durch diese wunderbaren neuen, die wir jetzt haben. Und schauen mal, dass wir eventuell schon mal anfangen, für die 103er eine Strecke zu bauen. Vielleicht ja sogar eine Expresslinie hier. Wir haben ja noch ein Gleis frei hier. Dass wir hier eine Expresslinie bauen. Einmal von hier durchpacen bis nach Traunstein. Das wäre doch vielleicht mal ein Plan. Okay, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Die erste Überland-Tram ist auch da. Vielleicht sollten wir die Schiffe mal ersetzen. Pass auf, ich ersetze die jetzt mal ganz schnell noch für diese Hovercrafts. Weil die haben immer gut Plus gemacht. Die Linie auch noch. Das hat ja am Chiemsee tatsächlich dazu geführt, dass unsere Schiffslinie gut angelaufen ist. Okay. Ich bedanke mich, wie gesagt, hoffe, es hat euch gefallen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.